Hallo ihr Lieben, heute mache ich es mal wieder mit Live-Ton. Ich habe hier einen süßen kleinen Beutel und wer mich ja so ein bisschen verfolgt, ist mir das Blättchen kaputt gegangen, der weiß, dass ich nämlich mittlerweile wieder Bücher lese. Ich hatte lange nicht gelesen, ich habe bestimmt viele Jahre nicht gelesen. Was die Hintergründe waren, weiß ich nicht. Ich kann es nur vermuten, aber mittlerweile habe ich wieder den Draht zu den Büchern bekommen und wollte mir jetzt ein Beutelchen dazu machen, damit ich unterwegs die Bücher auch mitnehmen kann, und habe mir dadurch das Ganze dann so gemacht. Und ja, nun werden wir sehen, ob ich das mit Textilstiften gut hinbekomme. Jetzt erstmal die Schere geholt, weil ich es glaube ein bisschen kleiner machen werde. Meine Vorlage. So, jetzt stecke ich das Ganze hier rein. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht mit so einem Flüssigfarben und ich fand es damals gar nicht so schlecht. So, jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber ich glaube schon, kann man es nämlich jetzt hier durchsehen und nun kann ich das Ganze wie Abpausen eigentlich nutzen. Ich habe diese Stifte, ich habe sie noch nicht benutzt bisher und dementsprechend ganz viele Farben drin. Und ich probiere es jetzt einfach mal aus und schauen wir mal. Ich finde, es geht jetzt gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Und damit ich jetzt noch ein bisschen mehr Farbe statt nur das Schwarz reinbringe, versuche ich jetzt einfach mal die bunten Farben auch noch.
So. Ich vermute ja fast, dass die hellen Stifte alle nicht ganz so gut funktionieren, aber das werden wir, glaube ich, auch gleich noch mal ausprobieren. So, also mit dem Grün hat es jetzt auch ganz gut funktioniert. Und jetzt überlege ich gerade. Ich gucke mal, ob ich es mit dem Gelb ausgemalt bekomme. Also es scheint auch zu funktionieren. Also dadurch, es vermischt sich so ein ganz kleines bisschen, vielleicht hätte ich es jetzt noch trocknen sollen, mit dem Grün. Aber dadurch passt das jetzt auch ganz gut. Das nehme ich jetzt noch, weil das ja so ein Gelb war, nehme ich jetzt einfach mal noch so ein Neon-Orange.
zeige euch das schon mal. So, ich finde, das ist gar nicht schlecht geworden. Ich habe jetzt das Papier so ein bisschen rüber geschoben, weil ich überlegt habe, ob ich jeweils noch was an den Ecken mache. Und schauen wir mal. Was sich so anbietet. Ich bin jetzt keine große Künstlerin, also nicht lachen. Aber dann gucken wir mal, ob es vielleicht ein Blümchen werden kann. Also ein bisschen festhalten, glaube ich, ist immer gar nicht so schlecht. Damit der Stoff nicht verrutscht. Ich muss das sagen, das Lila ist irgendwie so ein bisschen trockener. Ich guck mal, ob ein anderer Stift besser funktioniert. Es lag wahrscheinlich entweder an der Farbe, am Stift, aber das ist okay. Sehen die Blätter natürlich unterschiedlich aus. Mal sehen, ob ich es noch kaschiert bekomme, damit es nicht ganz so doll auffällt. Obwohl, eigentlich so schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Ist in Ordnung. So, ich glaube, ich lasse das auch so. Und ich hoffe, euch gefällt es auch so ein bisschen. Wie gesagt, die Stifte, so schlecht sind sie jetzt nicht. Hier waren jetzt auch noch solche Schablonen mit bei. Ich packe die mal aus, dann können wir da noch mal gucken. Einmal mit Thank You. Einmal mit Fairy in the Sea. Und einmal Happy Birthday. Also man kann im Zweifel das auch mit Schablonen ganz gut machen. Ich gucke mal, ob ich die Schablone hier mit dem Blümchen, die würde ja jetzt ganz gut passen. Beziehungsweise das Blümchen von hier auch noch. Ich mach mal, ob ich es unten in die Ecke reinpacke. Zack. Ich habe das Papier wieder nach unten geschoben, damit nichts durchdrückt, wenn ich da drauf jetzt male. Und nehme jetzt ein hellgrün
hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und dann nehmen wir noch ebenfalls mit dem Hellgrün würde ich jetzt dann eine von den Blümchen hier machen. Die Blume ist schöner. Zum Ausgleich machen wir davon jetzt noch mal eine. Damit die Ecke nicht ganz so schlimm aussieht. So. Doch super aus, finde ich. Ich finde es gut. So, dann denke ich mal, haben wir doch ein wunderschönes Ergebnis. So, auf der Schachtel übrigens hier hinten, ich habe jetzt mal geschaut. Steht auch drauf, man soll es jetzt 24 Stunden lang trocknen lassen und dann ist es bei maximal 30 Grad waschbar. Also ich finde das eine schöne Sache, das kann man auch gut mit Kindern machen. Und also traut euch, wie gesagt, den Trick jetzt hier irgendwie auf einem normalen Drucker kann man sich das ja ausdrucken lassen. Habe ich es jetzt eben so gemacht und dementsprechend glaube ich, kann da auch jeder sich was überlegen, was er am besten vielleicht mit einem einfachen Motiv erstmal anfängt, das Ganze dann auszuprobieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch mal gefallen, dass ich es mal wieder im Live-Ton gemacht habe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss.